Gerade eben ist eine brandneue und so richtig brisante Umfrage erschienen, denn aus dieser neuen Umfrage geht ganz klar hervor, dass die absolute Mehrheit, also mehr als 50% der deutschen Bürger gegen eine Bürgergelderhöhung sind und dass das lediglich ein weiterer Punkt ist, wo die Ampel mal wieder, obwohl die Bürger es nicht wollen, durch die Ideologie und diese ganzen Sachen mal wieder Politik gegen das deutsche Volk macht, obwohl die Mehrheit der Bürger ganz klar dagegen ist. Und es sind nicht nur 50%, es sind sogar noch mehr. Und ich würde sagen, wir schauen uns alle Fakten und auch die genauen Zahlen, wie denn, was denn diese Umfrage auch aussagt, in diesem Video an. Ganz kurz davor noch, geben Sie dem Video einen Daumen nach oben und abonnieren Sie mich kostenlos. Sie zahlen dafür keinen einzigen Cent, aber unterstützen mich sehr, deswegen würde es mich sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die Umfrage an. Und zwar hier NEOS berichtet aktuell über diese brisante Umfrage. Und zwar hier ganz exklusiv, die absolute Mehrheit im Land hält die Bürgergelderhöhung für falsch. Und die haben es auch gut verbildlicht, deswegen dieser Artikel hier. Ganz interessant, mehr als die Hälfte hält halt wie im Januar folgt der Erhöhung des Bürgergelds für falsch. Und jetzt hier direkt mal die verbindliche Umfrage. Bewerten Sie die letzte Erhöhung des Bürgergelds um 12%, also ein sehr, sehr ordentlicher Anstieg, als angemessen oder nicht angemessen? Hier Quelle Insa Consulare, über 2000 Befragte. Dann haben wir hier einmal angemessen 36%, nicht angemessen 51% und 13%, die sich enthalten oder keine Meinung dazu haben, neutral sind. Also ganz interessant. Wir haben auf der einen Seite schon mal mehr als die Hälfte, die sowieso sagt, nein, kein Interesse. Und dann auch noch viele, die sich nicht dazu äußern, die also potenziell gar keine Meinung haben. Also kann man die mal ganz wegsehen. Dann muss man nur die beiden anschauen. Und wenn 36% für angemessen halten, dann ist es nicht nur eine Minderheit, sondern es ist mal eine verschwindend kleine Minderheit, wenn man mal bedenkt, dass beispielsweise solche vor allem wichtige Gesetze teilweise im Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit oder so beschlossen werden müssen und dann eben für ja nur 36% für diese Bürgergelderhöhung das Ganze für angemessen halten. Also extremst wenig, wenn man mal bedenkt, was das für große Auswirkungen auf den Bundeshaushalt hat und vor allem auch für die Stimmung im Land, muss man ganz klar sagen. Denn hier steht es nochmal ganz interessant, hier zum 1. Januar 2024 hatte sich das Bürgergeld deutlich erhöht. Man muss ja ganz klar sagen, auch wenn es teilweise immer so kontrovers rüber ist, es sind ja bloß ein paar Euro, aber es sind ja Millionen von Leuten, die das kriegen. Und ein paar Euro, viele Rentner sagen, ja, die paar Euro bräuchte ich halt wieder auf der anderen Seite. Was halt dann auch wieder, vor allem auf Twitter, viele sagen, was halt dann wieder ja für einen großen Streit an der Stelle folgt. Und zwar hier Alleinstehende erhalten seitdem 563 Euro im Monat, das sind 61 Euro mehr als zuvor. Natürlich kommt natürlich auch die ganze Heizung und so weiter alles dazu. Und dann hier bekommen wir jeweils, das entspricht einer Erhöhung um 55 Euro. Die Regelsätze werden an die Inflation angepasst und jährlich vom Statistischen Bundesamt ja berechnet. Ganz interessant ist halt einfach, dass es nur Grüne und SPD-Wähler, dass die das für angemessen halten. Und das vor allem bei den ganzen anderen Wählern, vor allem hier bei der Union, bei der AfD und vor allem bei den Freien Wählern, was mich persönlich auch ein bisschen überrascht hat, die Leute da dagegen sind. Und dass halt das vor allem nur einfach hier bei den Grünen und der SPD ist, bei den eher ja, linkeren Parteien. Und solche Umfragen tun natürlich auch allgemein den Druck auf einen Hubertus Heil und die Ampel immer noch mehr erhöhen und auch die Umfragewerte von einer SPD beispielsweise immer mehr schrumpfen lassen. Denn man muss immer ganz klar sagen, die Leute, die im Bundestag sind, sind die Repräsentanten des deutschen Volkes. Aber wenn sie eben nicht die Politik machen, die Mehrheit des deutschen Volkes möchte, dann muss man mal ganz klar sagen, dann ist das einfach ein Totalversagen. Und dafür wurden sie auch nicht in den Bundestag gewählt. Wenn sie jetzt irgendwie Lobbyarbeit machen oder irgendwie beispielsweise Politik machen, von der nur eine kleine Blase, eine kleine Minderheit profitiert und die Politiker sind im Bundestag, um die Mehrheit, die Politik, dass das deutsche Volk möchte, zu machen. Und das muss man mal ganz klar so festhalten. Und diese Umfrage, wo wir uns jetzt hier gerade angeschaut haben, tut das Ganze nochmal wirklich bekräftigen, dass hier einfach komplett gegen das deutsche Volk, obwohl die Mehrheit dagegen ist, weil man muss ja mal ganz klar sagen, man muss ja mal unterscheiden, ob jetzt jemand beispielsweise Bürgergeld bekommt, weil die Bürgergelddebatte ist ja eh schon enorm polarisierend und aufgeheizt, weil wenn jetzt jemand Bürgergeld bekommt, der es nicht verdient hat, dann ist es ja schon mal der erste Punkt, wo halt einfach dann die Wut der Bürger schon mal vorhanden ist. Und wenn man dann beispielsweise diesen Leuten auch das Bürgergeld erhöht, auch wenn es nur eine Minderheit ist, dann tut es natürlich das Fass noch zum Überlaufen bringen. Und so ist es beispielsweise jetzt auch in diesem Fall hier. Deswegen tut sowas auch sich in den sozialen Medien, auf Twitter sehr schnell verbreiten, weil sowas halt einfach unfassbar ist. Da Leute beispielsweise, die lang, hart arbeiten, hohe Steuern zahlen, diese Leute finanzieren, die möglicherweise nicht arbeiten wollen, aber könnten. Denn da muss man ja auch mal gleich wieder unterscheiden zwischen den Leuten, die nicht arbeiten können und zwischen Leuten, die nicht arbeiten wollen. Denn da muss man mal ganz klar sagen, diese Leute will halt einfach die Mehrheit der Bürger nicht finanzieren. Und wenn man normal denkt, natürlich, wieso soll ich denn jemanden mit meinen Steuergeldern finanzieren, wenn die Person einfach ja, keine Lust hat zu arbeiten. Das muss man also ganz klar festhalten. Und dadurch, dass es auch, möglicherweise ist es ja nur eine Minderheit, die genauen Zahlen sind ja nicht so bekannt, aber muss man ganz klar festhalten, da braucht sich beispielsweise Hubertus Heil nicht wundern, wenn so groß der Widerstand ist gegen eine Bürgergelderhöhung oder generell auch gegen das Bürgergeld, wo er
ganz interessant, auch die Mehrheit der deutschen Bürger dagegen sind. Und das Bürgergeld ist ja vor allem ein Projekt von der SPD und von den Grünen. Die FDP ist ja da gar nicht so beteiligt, ist ja, wenn man den Nachrichten folgt und vor allem schaut, was in Lindner und so sagt, er sogar eher noch dagegen. Also es ist ganz interessant, dieses Bild hier. Lassen Sie mich an dieser Stelle vor allem mal Ihre Meinung jetzt mal in den Kommentaren wissen. Zum einen, was Sie vom Bürgergeld halten und zum anderen, was Sie von dieser Bürgergelderhöhung sogar noch halten. Also, dass es nicht bloß das Bürgergeld eingeführt wird, sondern dass das Ganze noch erhöht wird. Kommentieren Sie das. Jetzt bedanke ich mich sehr für Ihr kostenloses Like und für Ihr kostenloses Abonnement hier auf meinem Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Machen Sie es gut.